Das ist auch. Wird ja auch passen. Dann ist damit auf jeden Fall kombiniert. Wenn ein Drache verschlingt, wird dieses Land in wenigen Wintern völlig karg sein. Hier noch mehr Fußspuren. Eine Art Käfig. Sieht so aus. Hund. Stadt der Möglichkeiten. Ja, das weiß ich. Noch ein Gulon! Von links! Puch, das ist so krass, man kann das Teil da dran halten. So kann ich die Natur beliebigen manipulieren. Krass, oder? Das ist geil, oder? Die Funktion finde ich cool. Dass man tags und nachts einstellen könnte. Das weißt du? Sehr schön. Was ist mir besch... Ein anderer Schauspieler, der...
Warum britische Wurzeln hat, soweit ich weiß? Britische. Der kann sehr gut Englisch. Ausgekriegt, ja. Mit der Stelle sieht es ziemlich nett aus. Wenn wir weiter hier lang gehen, müssen wir zur Höhle des Flugdrachens kommen. Ja. Wollte nur sicherstellen, dass du weißt, wo lang. Danke. Noch so eine Kopie? Völlig verrückt. Das war ich. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich war sehr verwirrt, als ich das gesehen habe. Der Weg ist frei. Diesen Drachen ist bestimmt der Schatz. Ich bin an einem Ort, wo ich noch gar nicht war. Ist ja interessant. Hoffentlich der erste Drache, den ich besiegen kann. Wenn wir dem Drachen nahe kommen, geht's um Leben und Tod. Verstanden? Das glaubst du aber. Los geht's! Hier war ich noch gar nicht. Das ist interessant. Jetzt haben wir schon den 5.1., meine Güte. Der Krater, da war ich noch gar nicht. Neuer Ort? Cool. Mein Hals ist ganz kalt. Oh!
Los geht's! Steht auch so schnell nicht wieder auf. Wenn der Drache tot ist, kehrt die Tierwelt zurück. Der Natur ist geholfen. Ich glaube, wir haben die Drachenpopulation hier etwas eingedämmt. Dann sollten wir weitermachen. Das ist ein Geist. Ich soll Kriegsopfer helfen, die Brosche. Das ist ein Geist, der gestorben ist und dem, der mir halt einen Auftrag gegeben hat. Mimir. Das ist der Drache. So, Drache. Das ist der den Kopf hat, oder? Mhm. Oh je. Ja, ich esse den Rest schon. Ich gleich sofort. Können wir alles Schritt für Schritt mal uns anschauen.
So, einfach mal den Ort hier erkunden, das finde ich gerade sehr interessant. Hier war ich wirklich noch nicht. Noch mehr Kriegsopfer. Dort, da drüben. Wer weiß, wo es noch eine gibt. Mit 20 Jahren.
gelitten eine Hautkrankheit. Du kennst doch den Schauspieler, der bei Adam Sandler auch eine Rolle gespielt hat. Der ganz klar. Ja, den kenne ich. Entzünden. Jetzt kannst du das Tor öffnen, ohne dass dieser Oger uns mit Schutt bewirft. Okay, kann ich wohl auch rein? Gegner, linke Seite! Sieh dir das an. Willst du mal reinspringen? Ah, wieder ein Kristall. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Rüber. Nee, ich hab dir schon zugehört. Alles gut. Okay, dann rein hier ins Ungetümmel. Frühling, Wiedergeburt, Erneuerung. Oh, ich hab den Duft dieser Blumen vermisst. Tut mir leid, Kleider. Komm einfach endlich zurück. Noch eine Skizze von Dvalin. Du hast sein Gewissen erwähnt. Ja, er hat eingesehen, dass die Asen mit seinen mächtigen Waffen wahrscheinlich Zwerge töten würden. Deshalb hat er seine Entwürfe überall verstreut. Und dann? Dann hat der Allvater davon erfahren. Er war gar nicht begeistert.
Achtung! Hinter dir! Yeah.